Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier zum Webinar zu den Non-Farm Payrolls, Live Trading, natürlich mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Ich bin gespannt, was der Dirk heute wieder zaubert. Aber ganz wichtig, gehen wir mal direkt zum Risikohinweis. So, okay, ganz wichtig. Ja, das Webinar ist keine Anlageberatung. Ja, also es ist auch keine Handelsempfehlung von unserer Seite. Ja. Es dient nur rein zu Schulungszwecken, ja, nichts weiteres. Und im Endeffekt müssen Sie natürlich auch Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Dirk, ich würde sagen, ich gebe dir mal den Bildschirm. Bist du soweit bereit? Yes. Okay, alles klar. Gut. So. Sollte funktionieren. Okay. Das sieht gut aus. Ich halte mich im Hintergrund. Wenn was ist, ich bin da. Viel Spaß. Ja. Das Wetter passt auch hier vom Bild her. So sieht es heute aus in Köln. Ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland ist, aber nicht so schön. Und es passt ja auch ein bisschen zu den Märkten, glaube ich, da ist das Wetter ja irgendwie auch gerade nicht so klasse. Und ich sag mal hallo und herzlich willkommen heute zu den NFPs im März. So, kurze Rede, langer Sinn. Will mich auch hier gar nicht großartig im Vorfeld jetzt äußern, beziehungsweise ich würde jetzt direkt rüber switchen auf den Chart. Nur eine Frage noch, Flo, ist der Nelson, ist der nächste Woche wieder da? Nein. Der ist jetzt erstmal ein paar Wochen nicht da. Ach, der ist ein paar Wochen nicht da. Ach so, okay. Ja, also ist drei Wochen jetzt nicht da. 3 Wochen. Mhm. Nicht schlecht. Aber es sind ja auch, glaube ich, ganz gute Neuigkeiten bei ihm, ne? Naja, alles gut. Okay, gut. Also, ich gehe mal hier auf den Schirm. Den Schirm. Muss ich einen Knopf hier finden. Und zwar so, ich muss mich hier auch mal ein bisschen reinfinden. Ich bin da zwar auch schon irgendwie seit heute Morgen hier dran und habe mich nicht sonderlich schlau angestellt. Also ich ärgere mich gerade so ein bisschen mit mich selber. Merkt man vielleicht auch an meiner Stimmung. Der Plan war ein anderer. Aber okay, ich bin mal hier kurz auf dem DAX, weil in dem war ich jetzt heute auch am meisten und zeige da mal ganz kurz, was da Sache ist im Daily. Vor allen Dingen, Moment mal, die Linien, die stimmen hier nicht so wirklich. Und zwar, in meinem Blog gibt es eine 552, fast genau getroffen. Und man sieht eben auch, ich lasse den mal 551, kommt jetzt auf einen Punkt hier nicht an. Das wollte ich nicht, sondern das da. Also, ne, die hatte ich halt, ich glaube, am Dienstag schon im Live-Trading gezeigt. Habt ihr auch schon ein bisschen länger da liegen, weil das ist halt so, hier fängt halt so ich nenne es mal so ein bisschen die Todeszone halt an im DAX. Ne? Da wird es halt einfach riskant hier unten. Generell hatte ich ja auch am Mittwoch schon gesagt, das Tief, das sehen wir ganz sicher wieder. Und ich war allerdings, nee, am Dienstag war es oder am Mittwoch, ich war allerdings einen Tag zu früh an. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ne, weil da hatten wir halt diese Monsterkerze hier dazwischen. Dann gestern ging der ganze Kram nochmal runter und jetzt kommen wir dann halt dahin. Also die hätten wir uns einfach halt sparen können. Das war halt im Endeffekt, ich hoffe, man kann es erkennen, ne, die hier ein reiner Squeeze. Sonst war das halt irgendwie im Endeffekt nichts. Auch irgendwie total nicht schön gelaufen. Also nicht im DAX, im DAO viel sauberer. Also ich hatte ja hier das auch markiert am Dienstag, ne, dieser kleine Kasten, das ist ja einfach der letzte Außenstab, den wir haben. Und da ist er die ganze Zeit drin gewesen. Und da schließt er halt der Sack am Mittwoch einfach mal drüber, sodass man eigentlich davon hätte ausgehen können, okay, ne, wir laufen jetzt mal nach oben weiter, aber nein, war nur ein Fake. Macht dann hier ein kleines Gap und fällt dann halt hier einfach nochmal gewaltig ins Loch. So, und jetzt sind wir da und das ist halt jetzt das Resultat davon. Wir hängen jetzt hier an dieser 551. Woher die kommt, ich glaube, das sieht man eigentlich relativ einfach. Das ist halt hier einfach so der
Das ist so die letzte Bewegung, die wir hier nach unten hatten, beziehungsweise ab da, wo es halt eigentlich auch nochmal deutlich gekauft wurde. Hier haben wir noch irgendwie ein Gap an der Stelle auch. Das heißt, so die allerletzte Bastion ist eigentlich dann hier, die 434, und ab dann wird es dunkel. Weil das die 300 da unten mit dem letzten Peak, dass das nochmal hält. Ich bin mir nicht sicher, ob der DAX das wirklich ausprobieren will. Das ist halt so ein bisschen die Befürchtung halt dabei. Und ich zeige das auch mal im Wochenchart, wie das da halt aussieht. Lass hier mal umswitchen. Das ist extrem ungesund, ne? Wenn man sich diese Wochenkerze da mal anguckt, ich meine, das ist halt einfach Mist, ne? Also hier ein kleiner Rücklauf, und da braucht es jetzt nur eine Fortsetzung. Und wenn die nur halb so lang ist wie die davor, dann wissen wir halt, was hier los ist, ne? Dann brettern wir einmal komplett da unten durch. Und das gibt ein Blutbad ab 11.300 oder generell ab hier spätestens. Ab 434, ne, sieht man auch die Wochenkerze, sieht man hier viel deutlicher. Da ging halt die Aufwärtsbewegung los. Wenn das nicht hält, dann fallen, da fliegen da unten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Menge Stops. Und die können tief fallen. Und da haben wir auch ganz schnell natürlich eine 10 da vorne stehen, dass die 11, da reichen die 11 nicht mehr. So, also, aber jetzt erstmal hier, also das ist das Wochenbild. Wir haben halt heute Freitag, das heißt, das wird sich heute auflösen in irgendeiner Form, und Long sieht einfach anders aus, ne? Also die kriegt ja auch nicht mehr auf Long in einer Form gedreht, so dass es halt noch überhaupt nachhaltig als bullisch irgendwie zu werten wäre. Ich war ja generell auch ein Freund davon, da unten erstmal zu kaufen. Das hat ja auch im Dow vor allen Dingen erstmal funktioniert, aber halt eben ist das Ganze wieder umgedreht worden. Und das Interessante ist natürlich halt auch, gerade im Dow, da gehe ich gleich später noch ein bisschen genauer drauf ein, dass trotz der Zinssenkung durch die Fed gab es halt nicht mehr als zwei Squeezes, und es ballert weiter Richtung Süden. Das ist nicht gut. Das verheißt überhaupt nichts Gutes. Und darauf muss man sich so ein bisschen einstellen. Ich meine, schön für alle, die short sind, irgendwie am besten noch von ganz oben. Aber das dürfen ja auch irgendwo die wenigsten geschafft haben. So, das heißt hier im DAX, auf der Stunde sieht man es ein bisschen genauer, dass die Stundenbetrachtung hier die 552, da sieht man es, ne? Also irgendwie halt nochmal dran gelaufen, versucht drüber zu laufen, nochmal hier dran abgeprallt. Hier ist noch nicht vom Tisch, ne? Es kann natürlich jetzt sein, dass er sich heute da irgendwo am Tagesende noch drüber rettet. Also das kann natürlich immer noch passieren. Aber generell ist das halt hier irgendwie gar kein guter Punkt, um da irgendwo aktiv zu werden, finde ich. Und was halt auch erledigt ist, oberhalb die 11.840, die hat ja halt schon auch nochmal eine deutliche Rolle gespielt. Gestern abgeprallt nach oben, durchverkauft und heute wieder rückbestätigt, und dann runter. Beziehungsweise gestern war das ja dann auch schon. Und 840 war halt auch ein Kaufpunkt, war eine Volumenmarke, deswegen ist die bei mir hier in Fettorange. Und danach kann man immer so ein bisschen deutlicher davon gehen, wohin der Markt gerichtet ist. Also wenn sowas dann halt an einem Volumenpunkt passiert, dann hält es auch nicht mehr, ne? Dann schiebt es erstmal ein paar Etagen tiefer. So, und da ist dann jetzt die Frage, wohin? Wie gesagt, 11.300 wäre möglich. Ein Rücklauf hier, ich wüsste nicht so genau, wohin, um ehrlich zu sein. Vielleicht nochmal irgendwo knapp unter die 800 als Squeeze und dann runter, oder wir fallen direkt ins Loch. Und das heißt, wenn wir hochgehen, dann gilt so die allgemeine News-Weisheit, die aber nicht immer stimmt. Die erste Richtung ist die falsche. Das würde hier stimmen, wenn es zuerst hochgeht. Wenn es zuerst runtergeht, glaube ich da eher nicht dran, dass das halt irgendwie nochmal großartig zurückkommt. Also die ist jetzt momentan erstmal grün. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das da irgendwo noch etabliert und hier nur auf der Stelle treten. Aber deswegen halt hier kein Punkt zum Handeln. Ich habe halt vorhin hier versucht, habe ich auch in der Gruppe geschrieben. Ich decke mich hier mal Short ein. Das war in dem Bereich. Warum ich das dann irgendwann jetzt aufgegeben habe, sieht man ja auch, glaube ich, ne? Das war keine gute Idee, weil das tritt hier einfach nur auf der Stelle. Und ob sich hier ein Trade findet, das weiß ich halt definitiv noch nicht. Wir haben hier halt hier, auch vorhin gab es nochmal einen netten Fake da hoch, hat hier unten aufgesetzt, den habe ich sogar long erwischt. Dachte aber eigentlich, er packt das da oben, aber letzten Endes war es dann halt nur hier
bis zu diesem letzten Support von heute Morgen, den nochmal runter und jetzt stehen wir hier im Nirvana halt so ein bisschen halt auch. Und naja, aber wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass ich diese 15-Minuten-Kerze fortsetzt. Da kam aber nichts mehr, außer irgendwie zwei kurze Kerzen. Das hier ist zwar der M1, aber im Hintergrund sieht man ja den M15 und ansonsten nur seitwärts Geschiebe. Und mehr ist da halt erstmal nicht. Dann gehe ich mal auf den DAO. So, zeige ich dort mal ganz schnell noch das Bild. Also wie gesagt, 14:30 Uhr werde ich hier keinen Trade aufmachen. Macht für meine Begriffe einfach keinen Sinn. Und zeigt es hier auch mal im DAO. Da gab es bei mir, in den letzten Tage hat er eigentlich nur aus zwei Linien bestanden. Und die auch, sag mal hier auf der Stunde, also die ganze Woche habe ich eigentlich nur eine Handvoll Linien. Das ist die 632 in Rot. Wie man sieht, das ist halt, die hat ordentlich Alarm gemacht, mehrfach. Und hier jetzt auch gestern tatsächlich schon wieder. Da hätte ich eigentlich aber eher drauf getippt, die hält nach oben, aber nein. Verkauft durch, Kassaeröffnung läuft dann einmal hier dran an die 632 und läuft dann wieder runter. Und ansonsten gab es bei mir tatsächlich nur diese beiden Linien die ganzen Tage, nämlich halt die 632 und die 25744. So, da ist er halt einmal deutlich nach oben abgeprallt. Und hier die Bewegung, die wir halt hier hatten, ne, das war halt einmal hier dieser Spike da auf der Oberseite. Das war, wo halt die News kam zu den Zinsen. So einmal Fake, 600 Punkte in einer Minute. Das war natürlich schick. Und dann halt aber entsprechend runter hier auf die 744. Die war dann natürlich auch schon da. Und von dort tatsächlich nochmal bis da oben hin. Und das ist auch ein Grund, warum ich schlecht gelaunt bin. Ganz ehrlich, ich habe in dem Bereich, vielleicht kann sich ja halt auch der ein oder andere erinnern, vorgestern, wo man sich so gefragt hat, was soll das denn werden? Ne? Das war halt so der Bereich hier, ne, wo es dann einfach, da ist es halt eben auch genau in die 632 zur Kassaeröffnung und dann drückt es runter und dann schiebt es hier auf der Stelle stundenlang. Und was passiert zum Schluss? Es gibt einen Squeeze, nochmal bis da oben hin und ich habe halt hier Short gesucht. Und ich habe, da gibt es ja auch ein Video davon. Und die Position war irgendwie schon 1000 im Plus und ich habe es dann nachher irgendwie mit 300 aufgegeben. Habe dann nachher weiter Short gesucht und habe tatsächlich hier oben das Top erwischt und dachte mir so, naja, irgendwie ist das alles eine Nummer zu hoch und habe dann hier einen kleinen Rücklauf mitgenommen bis zur 26.900 irgendwas und habe dann aufgelöst. Ja, was das für eine Idee war, das sieht man ja jetzt, ne? Weil das Schlimme ist ja halt, das ist ja, hätte Fahrradkette ist die eine Nummer, aber wenn man ja die Idee hat, das habe ich in dem Video, in dem Livestream ja auch noch gesagt, ich habe gesagt, ich will da unten durch die 744 nochmal hin und eigentlich durch. So, was macht er? Holt nur da oben die Stelle ab und läuft hin und durch. So, bei 15 Kontrakten kann man sich jetzt mal ausrechnen, was das für eine PL ist, die da jetzt gerade fehlt. Und das ist natürlich mega ärgerlich, weil es kann nämlich gut sein, dass es halt einfach, dass es das halt hier auch war im DAO. Ne? Und dass wir jetzt halt, ich meine, wir stecken ja hier schon drin in diesem Cluster und da stecken wir, hoppla, genau, sorry. Also wir stecken ja schon drin hier in diesem Cluster. Und ob das jetzt nochmal hält, gute Frage. Ne? Kann also gut sein, dass wir auch direkt da unten hin steuern. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist gleich 14:30 Uhr, bevor ich da weiter drauf eingehe. Und also 744, mega markant natürlich. Ne? Das wäre halt vielleicht so das Einzige, wo ich halt sagen würde, das kann man sich mal überlegen, falls wir dorthin einen Squeeze kriegen. Das wäre tatsächlich dann hier oben, den dann halt mal zu shorten. Das ist eigentlich so, aber das Einzige, ne? Und mal gucken, was die Zahlen uns gleich sagen. Das ist natürlich, das sind ja nur ein paar hundert Punkte. Das ist ja momentan normal in einer Minute. Von daher sieht erstmal weit aus, aber wäre zumindest halt auch hier jetzt plausibel von dem Paritätsumkehrprinzip. So, bin ich ja mal gespannt. So, die liegt ja erstmal da, aber
Okay, hält sich ja erstmal zurück hier. Also ne, vom Paritätsumkehrprinzip, das Übliche halt einfach, ne, Support, irgendwie halt hier gewesen, nochmal Support, nochmal kleiner Support, verkauft. So, und da fehlt jetzt dann halt entsprechend so der Rücktest, das heißt, ein Anlauf hier hin und dann halt weiter runter. Das wäre natürlich so das Wunschszenario, aber der Bewegung nach zu urteilen, die wir jetzt halt hier haben, scheinen die NFPs das nicht gebacken zu kriegen. Und sonst wäre da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr da. Kann natürlich jetzt noch kommen, aber warten wir es mal ab. Also das wäre natürlich schön, müsste aber auch wirklich innerhalb der nächsten 30 Minuten dann auch so passieren, damit das halt aufgeht. Warum? Weil wir hier natürlich unten auch wiederum halt Außenstäbe halt haben. Hier, das ist halt der letzte und das wäre halt auch entsprechend ein Fehlausbruch erstmal. Also in der Regel läuft das nicht einfach weiter, wenn es über so eine Grenze dann halt drüber geht. Kann ich hier auch mal irgendwie zusätzlich einzeichnen. Ja, das ist also hier die letzte Stunde. Und da darf er natürlich drüber laufen, aber drüber schließen, das steht auf dem anderen Blatt. Und deswegen sollte also so eine Bewegung kommen, da drüber, also ist es für meine Begriffe relativ sicher, dass wir ganz schnell auch nochmal hier 100 Punkte etwa runterstehen. Also vorausgesetzt, es kommt halt wirklich in einem Rutsch hier. Und dann würde das Sinn machen. Aber gut, das hält sich ja alles, sieht man ja, ne? Das ist ja wirklich überschaubar. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, so die NFPs, dass da zumindest halt, oder dass die, wenn die Vola schon ansonsten ja auch immer so hoch ist, dass die NFPs auch noch mal ein bisschen mehr reißen, aber das ist ja gar nichts gerade. Das ist ja nicht mehr als, weiß ich nicht was, Mittagspause, Vola. Super Nachrichten. Genau, wie sind denn die Nachrichten? Was ist denn rausgekommen? Also kann ja vielleicht jemand mal sagen. Normalerweise gebe ich ja nichts drauf, aber. Ja, die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen, auf jeden Fall. Okay. Also runter. Das ist halt, ich meine, das Ding ist halt, ne? Wie ich ja gerade schon sagte, ne, mit den Zahlen, das ist alles gut und schön, aber wenn, selbst wenn die FED, ja, wenn die schon anfängt, hier Kaninchen aus dem Hut zu zaubern und die es noch nicht mal hinkriegt, dass halt da halt mal ein bisschen sich was stabilisiert, das ist, was sollen dann die NFPs noch ausrichten? Ne? Das ist halt so ein bisschen. Ja, aber generell ohnehin. Beim letzten Mal hatten wir das, glaube ich, auch. Da hatten wir irgendwie, glaube ich, besser als erwartet und es ging runter. Und da habe ich schon vorher gesagt, es ist wahrscheinlich wieder so ein Tag, wo es dann abends dann heißt, ja, trotz guter Konjunkturdaten, gaben die Indizes, oder die Aktienmärkte heute etwas ab. Aber das kann man halt vorher teilweise auch schon sehen, was dann halt eben, wie das Ganze halt ausgehen wird. Und ja, also hier jetzt nur die paar Punkte, da sieht man ja auch schon, wie beeindruckt der Markt davon ist. Ne? Das ist ja ungefähr so war die Vola die ganze Zeit, eher noch teilweise sogar höher. Also von daher ist das leider wahrscheinlich ein ziemlich armes Live-Trade-Webinar, leider. Kann ich natürlich nichts dran ändern, aber was soll ich jetzt hier irgendwo reingrätschen? Das bringt nichts. Also wenn wir jetzt irgendwie, wie gesagt, fetten Anlauf dahin gehabt hätten, das wäre natürlich nett gewesen, den hätte ich ja auch gemacht. Aber so, das bringt nichts. Das bringt leider gar nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts, sagt der Alexander. So, ich irgendwas übersehen hier. Nee. Also mal gucken. Es kann sein, dass es nachher der Kassamarkt dann halt erledigt mit der 744. Aber so lange werden wir hier natürlich nicht warten. Na, kommt ja doch noch ein bisschen was. Ja, das sieht man halt auch schon, ne? Die Liquidität, das ist echt böse. Das zuckt dann mal halt irgendwie. Ich meine, das waren jetzt mal gerade 25 Punkte, wie das hier in einer Sekunde halt mal. Tuckt, wo dann einfach nichts ist.
wo dann einfach keine Order im Markt liegt und sieht ja auch schon das Orderbuch im Hintergrund. Das ist schon ganz schön dünn, das Ding. Naja, macht sich zumindest mal halt irgendwie da auf in die Richtung. Ja, wenigstens was. Ja, passiert dann ein bisschen was. So. Kann man gucken, den habe ich hier gar nicht. Das Einzige, wo ich halt immer so ein bisschen mit im Auge behalte, ist ja, ist der einzige immer, aber nur um zu gucken, wo er gerade rumhängt und warum nachher wieder jemand sagen könnte, der war's. Ja, hier sehen wir jetzt halt einfach die letzten Hochs an der Stelle. Und mehr nicht. Aber ich würde den nicht handeln. Also so wie der jetzt hier halt ankommt, kann er den natürlich genauso gut hier einfach durchlaufen. Ja. So, die VA fängt hier an. Gucken, ob wir da irgendwas Relevantes haben. Na, vielleicht wird es ja doch noch was. Sind ja nur noch 150 Punkte. Bis dahin. Und falls jetzt jemand fragt, ja, warum denn nicht unten long? Warum nicht unten long? Weil das halt einfach für mich, auch wenn ich es grundsätzlich jetzt gesagt habe, das Ding geht hoch oder bis dahin, ne? Also das ist ja eher ein Wenn-Dann. Also es ist ja, wir sind ja nicht im Long-Trend, sondern ich habe es halt so ein bisschen, oder ich erwarte es so ein bisschen, dass wir noch ein Stück weiterlaufen da hoch. Aber wir sind halt im Short-Trend. Und alles, was wir hier haben, ist halt korrektiver Anlauf und was wollte ich jetzt sagen? Aber das heißt ja nicht, dass das halt zwangsweise halt so kommt, ne? Nur weil die Idee halt da ist. Aber das passt halt auch nicht zum Setup. Also eins passt halt, das sehe ich jetzt natürlich schon. Ich auch gerade so denke, ja gut, hätte es eigentlich mal machen können. Ich sage ja immer, so, ne? Die fertige Periode, wenn die jetzt zum Beispiel wie hier, gerade wenn es ein Außenstab ist, wenn die halt rot ist oder wie in meinem Fall schwarz, das habe ich auch schon ganz oft live vorgehandelt, kann man eigentlich völlig stressfrei im oberen Bereich, im oberen Drittel bei so einer Kerze dann halt short gehen. Und wenn die direkt daneben liegt, ne, das ist halt das Entscheidende. Und das hätte man jetzt natürlich hier machen können, aber wie gesagt, ich hätte aber schon gern lieber das ganze Paket und wollte jetzt hier nicht unbedingt skypen. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, gemacht, ne, irgendwie einen kurzen Skype, irgendwie für 40, 50 Punkte. Aber ich war hier eigentlich auf ein bisschen was anderes eingestellt. Und das ist halt auch von der Liquidität, ich meine, da kommt eine richtige Order und dann steht das Ding halt 300 Punkte höher. Und irgendwie ist das aber hier alles irgendwie nicht der Fall. Das ist mir halt alles eine Nummer zu dünn hier noch. Und deswegen würde ich da jetzt halt tatsächlich lieber warten. Und ja, sind die Diana sagt gerade 150, nee, von hier aus sind es noch 250, genau. Aber das ist ja halt auch nix bei diesem Markt. Da hat er ja schon ganz andere Sachen hingekriegt. Also ich habe, wie gesagt, so ein bisschen, ich meine, ich weiß ja halt auch nicht, ne? So ein bisschen damit gerechnet, dass wir zumindest halt so ein Äquivalent zu der Wohler, die wir sowieso schon haben, dann eine Newskerze, die ist nicht 100 Punkte. Also die, da habe ich schon irgendwie gedacht, da passiert halt ein bisschen mehr, aber es kommt halt nicht. Von daher, habe ich das jetzt auch erstmal nicht gemacht. Ob ich die drin lasse, klar, ich lasse die erstmal da oben liegen für die Kasse halt nachher. Aber wichtig wäre halt, dass wir nicht etwa, Entschuldigung, oberhalb 26.500 schließen. Es kann zwar sein, dass der immer noch funktioniert, aber die größte Sicherheit habe ich halt einfach, wie gesagt, durch den Stundenchart. Wenn wir darunter bleiben, innerhalb von dieser letzten Abwärtskerze, und schießen dann da hoch. Und dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir
auch relativ schnell nochmal da runterkommt. Welchen Stop ich dann nutze, das ist natürlich eine gute Frage an der Stelle. Hier sollten eigentlich, also der darf halt auf keinen Fall, wenn man das halt, ist natürlich jetzt bitte keine Empfehlung, aber generell darf der hier oben drüber nicht mehr laufen. So, das sind das natürlich 100 Punkte, ne? Muss man bei dem Markt aber auch schon mal aushalten und kann er die Positionsgröße entsprechend runterschrauben. Aber da sollte er eigentlich nicht mehr unbedingt hin, eigentlich nicht mal bis da dran, sondern sollte irgendwo, das ist natürlich hier von der Farbe natürlich Quatsch, aber das heißt also in diesem Bereich muss er sich irgendwo bremsen, sonst ist das wahrscheinlich ungesund. Und aber wie gesagt, nur wenn wir innerhalb dieser Kerze hier bleiben und nicht etwa jetzt um 15 Uhr hier schließen, da oben, dann wäre ich da vorsichtig mit der 744. Dann würde ich eher nochmal hier oben tippen, also dieser Bereich um die 25.900 etwa, dass der halt nochmal irgendwo angetestet wird. Aber ansonsten reicht das so von der Bewegung. Ne? Also nochmal nur zum Verständnis, also das soll es nicht werden, aber vielleicht geht es ja jetzt. Ja. Ja, also einmal hier rauf. Und dann da runter. Wäre auch natürlich eine ganz normale Fortsetzung von der Bewegung, die wir sowieso schon halt hier haben. Das ist einfach nur eine Trendfortsetzung und entsprechend eine Korrektur. Die kann man jetzt mal messen. Da würde ich ja fast schon tippen, dass es 23,6 sind. Kann man ja mal gucken, das passt wahrscheinlich zusammen. Ah ne, hier die 38, beziehungsweise halt, das ist ja umgedreht, 61er Korrektur. Wäre es sogar an der Stelle. Das passt natürlich auch dazu. Ein bisschen Übertreibung irgendwo dazwischen. Also insofern kann man tatsächlich hier auch die Fibos zu Rate ziehen, wobei ich halt behaupte, dass wenn er da hochläuft, hier die 26.000, kommt bei den Tausenden echt durcheinander hier, der 25.700, dass die nicht reichen, sondern da laufen wir schon mindestens bis zur 744 dahin. Und das wäre dann halt eben ganz normale Paritätsumkehr. So, also. Und ansonsten, ja, weiß nicht, ob ich hier zum Daily schon was gesagt habe. Also, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass das halt hier kein Live-Trade geworden ist. Hätte ich gerne gehabt, aber kann sich leider nicht aussuchen. Also hier da muss man sich, glaube ich, auch mal den Wochenchart angucken. Wenn man so ein Bild, also grundsätzlich, am Dienstag habe ich ja noch ein bisschen anders geredet. Ne? Da habe ich ja gesagt, wenn das hier 5-Minuten-Chart wäre, da würde ich ja auch erstmal tippen, da hat sich jemand verdrückt, das kaufe ich mir nochmal. So, und ne, weil hier Support und dann halt nach oben. Im Tagesschart sah das auch bis zum Dienstag noch ganz in Ordnung aus. Also da war ich auch grundsätzlich hier auf Long gebürstet, aber eben das, was halt danach gekommen ist und vor allen Dingen, was wir jetzt haben, auch wenn wir hier nicht fertig sind, aber das sieht nicht gut aus einfach. Ne? Und vor allen Dingen, weil heute Freitag ist, frage ich mich, wie will der jetzt halt hier von 25,3 da oben raus? Das wären über 1.500, 2.000 Punkte, die er heute nach oben hinlegen müsste, um das Bild wirklich halbwegs zu drehen. Und das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Und dann ist es eigentlich eher, wenn man nochmal auf den Wochenchart halt guckt, wenn man halt so eine Kerze hat und man hat einen Rücklauf und der hier wieder in der Mitte abverkauft wird, dann liegt es eigentlich nahe, dass das Ding da unten durchfällt. Und dann eben nicht jetzt auf den letzten Drücker, ja, dann halt nochmal komplett irgendwie umdreht. Also wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll bei so einem Bild. Also nicht heute, vielleicht ein paar Wochen, aber heute wahrscheinlich eher nicht. Und generell, wenn man sich halt hier irgendwo sucht, wo will der hin, dann ist eigentlich für mich so der nächste Punkt, der auffällig ist, die Geschichte hier. Ne? Wir haben halt so ein schönes V, was da halt zurückgekauft wurde von 2018, wo es da halt einen Keller ging, also bei 23.400 etwa. So, das wäre so der erste Punkt, wo ich sage, da könnte es halt Sinn machen, wenn das Ganze halt nochmal irgendwie nochmal deutlich nach oben reagiert. Aber wenn wir hier durchfallen, dieses Tief, ne, ich meine, eigentlich sieht man hier auch recht einfach,
wo Supports überhaupt sind, weil das war halt im Endeffekt, war das nur hier eine Biege, so im Wochenchart, mehr nicht, ne? Und die nächste kommt natürlich viel zu tief. Das heißt, die wäre, wenn man es halt mal von daher nimmt, wenn man irgendwo da unten, wobei hier sogar noch ein Stück fehlt, das wird er aber nicht am Stück mal in einem Stück machen. Klar, auf der anderen Seite, wenn man so eine Kerze nimmt, wie die von der letzten Woche und verdoppelt die einmal nach unten, natürlich stehen wir dann halt hier, ne? Möglich ist alles, aber die Woche waren ja auch ein paar Käufer auf dem Plan. Und von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass wir nochmal genau so ein langes Ding jetzt hier heute noch sehen werden. Glaube ich jetzt erstmal nicht dran. Aber wenn wir halt hier irgendwo unten drunter stranden, dann sehen wir die wahrscheinlich dann irgendwie nächste Woche. Und wenn wir natürlich unter 22,2 fallen, dann kann man ganz schön lange suchen, im Chart. Keine Kurse hier. Okay. Weiß zwar nicht, wieso mir jetzt hier die Kurse fehlen, aber irgendwie sind die scheinbar nicht da. Auf jeden Fall kann man da ganz schön lange suchen, bis man dann noch was findet. Vor allen Dingen, was halt ja auch auffällt, ist, dass hier unten, guckst dir das mal einer an, ne? Das war vorher normaler Handel. So lange waren die Wochenkerzen da, das war nix. Und guckt euch mal an, was da draus geworden ist mittlerweile. Was für eine Länge die halt haben. Das ist wirklich, das ist unfassbar. Also wie die Volatilität hier zugenommen hat, das ist wirklich unglaublich. Allein die Tatsache, dass wir in einer Minute, das ja schon normal ist, dass die 100 Punkte weit läuft. Da waren vorher halt vielleicht mal, da war die ATR, glaube ich, irgendwie in der Minute bei 10 im DAU, ne? Und das heißt, wirklich 10-mal so hohe Vola. Und entsprechend muss man auch nutzen, auch irgendwie 15 Punkte Stop nix, dann muss man halt 150 ansetzen. Das ist halt sonst Quatsch. Und klar gibt es auch mal Einstiege, die sind ein bisschen genauer, aber halt, wenn man davon mal ausgeht, muss man die tatsächlich annehmen, ne? Ja, ich habe hier wirklich ein bisschen wenig Kurse geladen. Ich wollte nämlich gerade zeigen, aber es geht leider nicht. Warum nicht? Flo, warum habe ich so wenig Kurse hier im Wochenchart? Es geht nur bis 2016. Ich bräuchte es aber mal länger. Das ist festgelegt, soweit ich weiß. Du hast Okay. ein MT5, ne? Ich könnte mein iPad zeigen, da sind mehr drauf. Auch MT5. Da sind tatsächlich mehr Kurse drauf. Ja, ist halt ein Okay. bisschen schade, dass man das halt jetzt hier nicht sieht. Aber da unten, was ich jetzt sagen wollte, ist, das sucht man halt sehr lange, bis da halt irgendwas Vergleichbares mal kommt, wo es mal irgendwo aufsetzen könnte. Und das ist halt eben auch die Gefahr dabei, dass wir hier mit ultralangen Dingern da halt ankommen und da unten einfach nichts mehr ist. Und das heißt also, wenn das halt hier wirklich nach unten durchscheppert, ich würde das gar nicht erst irgendwie bei 20.000 oder so kaufen. Auf gar keinen Fall. Das wird alles überhaupt nichts bringen. Das wird ein bisschen wackeln, aber irgendwie für länger nach oben wird das halt alles nicht funktionieren. Wenn es so weit kommen sollte, ne, muss ich, glaube ich, schon so ein bisschen drauf einstellen, so wie das hier aussieht, dass das nicht nett ausgeht, die Geschichte hier. Also. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas passiert ist. Nö, nichts mehr. Er schiebt sich halt da hoch. Also sieht so ein bisschen danach aus, als würde der Kassamarkt das nachher halt regeln müssen. Aber ich finde hier leider keinen Entry mehr. Das wird so nicht funktionieren. Man kann natürlich jetzt hier auf Biegen und Brechen long gehen. Kann man versuchen. Auf der anderen Seite, bisher ist das hier, was wir halt hier haben, auch nur ein Fehlausbruch. Und von daher. Klar, wenn man das halt macht, ne, mit 150 Punkten Stop, dann kann man das halt hier irgendwie sich halt angucken und dann halt sagen, okay, kein neues Tagestief, das kommt ja dann tatsächlich hier noch hin, aber halt gesund ist irgendwie auch anders, ne? Wir sind halt einfach ganz klar Short und da ist Long im Zweifelsfalle teuer. Ich habe es heute Morgen auch gemerkt, ich habe ja gerade gesagt, ich habe eigentlich versucht, den DAX da unten einzutüten, 100 Punkte unter der 11.552, weil ich eigentlich dachte, so, dass es kann funktionieren. Aber im Endeffekt hat es leider nur Geld gekostet, beziehungsweise ich habe mich ein bisschen doof angestellt beim Auflösen und habe den halt zwar tatsächlich geschafft, von hier unten bis da oben hin, aber auch vorher mit drei Fehlangriffen und habe den dann auch noch falsch aufgelöst. Im Endeffekt hat es dann also gar nichts gebracht.
Also von daher ist halt nicht so einfach. Dann lieber halt sowas, weil das, was wir hier, um das nochmal zu erklären, vom Setup her, vom Handelsansatz, was wir hier auf der Minute sehen, ist eigentlich genau das gleiche wie das, was ich im DAO auf Stunde machen will. Ne? Also das ist hier auch Support gehabt, fällt runter, Rücktest, zurück. So. Und genau das gleiche Bild hätten wir dort eben auch. Aber den DAX finde ich halt hier irgendwie gerade gar nicht mehr handelbar, weil der hängt halt, der klebt ja nur noch auf der Stelle, hängt schon wieder hier an der 552 halt dran, schon es schon wieder versucht und das ist irgendwie nicht gut. Also, so, ich fürchte, damit sind wir hier auch eigentlich schon. Ich gucke mal eben, was halt an Fragen, das ist eigentlich besser, bei solch, wäre es nicht besser, solch volatilen Märkten nicht zu handeln? Sehe ich halt ganz anders. Ne? Ich meine, was spricht denn dagegen? Volatilität ist alles, was man braucht zum Handeln. Und das ist halt, wenn man da schnell genug ist und irgendwie auf Zack, eigentlich auch sehr, sehr leicht, um da halt Geld zu verdienen. Wie gesagt, man darf sich nur nicht doof anstellen. Man muss schnell sein. Was kann ich mir bilden? Also ja, sorry, ein hässlicher Kopf. Braucht da unten ja nichts. Was? Danke fürs Doof. Der Gerhard. Was ist, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich habe auf jeden Fall keinen beleidigt. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Also wie gesagt, klar kann man das handeln. Man muss es nur anders handeln. Also man muss halt unbedingt, ich meine, es nutzt einfach nichts mit 10 Punkten Stopp oder 20 hier ranzugehen. Es bringt einfach gar nichts. Ne? Also nicht mal MM1. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und weil das ist ja immer, wenn man halt irgendwie, das ist ja so in den Köpfen ja auch drin, ne? So, ich habe immer einen 10-Punkte-Stopp im DAX. Das ist schön, ja. Aber das ist dem DAX egal, wenn er halt so eine Vola hat und das wird einfach überhaupt nichts bringen. Also außer man macht dann plötzlich irgendwie, handelt im Tickchart, Sekunde rein, Sekunde raus. Dann kann das reichen. Aber halt nicht irgendwie, wenn man sich normal, wie normal seine Entries irgendwie dann, wenn man 10 Punkte handelt auf Minute oder so halt sucht. Und dann wird es halt einfach nicht reichen, weil auch der braucht schon 40, habe ich letztens auch mal irgendwo ausgerechnet oder auch am Dienstag. Und das bringt nichts, ne? Also das ist absolut sinnlos. Und dann lieber halt, es spricht ja auch nichts dagegen, dann halt den Stop größer zu machen. Dann muss man halt die Position halt kleiner. Also wenn ich einen vierfachen Stop habe, dann mache ich halt ein Viertel von der Position, dann kann ich genauso handeln wie sonst auch. Ja, okay. Also ich gucke mal hier noch durch. Ja, ne, der Ingolf bestätigt mich hier gerade mit der Aussage bezüglich des Stops. Der Markus fragt, Positionsgröße, wie kann ich die auf 20 Cent einstellen? Das geht halt einfach im Mini, ne? Du hast ja den US30 und auch den US30 Mini. Und da musst du halt den Mini nehmen und da kannst du da auch kleinere Positionen nehmen. Was übrigens in dem Markt wirklich absolut Sinn macht. Ne? Ich habe da halt auch irgendwie da teilweise die letzten Tage mit 50 Cent, 20 Cent pro Punkt gehandelt und es bewegt das Konto um mehrere hundert Euro. Also man unterschätzt das halt. Ne? Ja, das ist Roboterhandel, das sagt der Thorsten. Das stimmt auch. Aber dann, wenn man auf der anderen Seite, wenn man da aber halt die Logik so ein bisschen durchschaut, ist es halt, kann es aber halt auch wiederum ein Vorteil sein. Ne? Und die reagieren zum Beispiel halt übelst auf Außenstäbe, die Roboter. Also man hat das hier im DAX, ne? Wo ich ja vorhin sagte, ich habe da halt irgendwie meinen Exit verpennt. Kann man sich genauso angucken. Das gleiche in Grün. Wir haben hier ganz klar die Struktur, wie sie auch vom StereoTrader automatisch handelbar ist, die Priax-Struktur im M15, ne, der hätte halt hier, wenn man getrailt hätte, hier short gewesen wäre, der hätte da den Stop hingezogen, dahin, 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 ne, und wäre bis hier runtergekommen, ohne Stress. So, und was kommt? Ein kleiner Fehlausbruch über einfach nur hier die letzte 15 Minuten, ne, das zum Thema Roboterhandel. Deswegen bin ich auch so fixiert auf den 15 Minuten immer, weil der halt für meine Begriffe, so wie ich das halt beobachte, von denen halt schon deutlich gehandelt wird auch. So, wenn man sich das mal anguckt, also hier ist die Obergrenze von der letzten 15 Minuten Kerze in dieser Struktur. So, dann hat er hier irgendwie die Struktur einmal angeknackst. Mehr ist nicht passiert.
Was kommt ins Squeeze darüber und fällt wieder zurück in die Struktur. Mehr nicht. Und das halt eben, das war natürlich eigentlich Premium, ne? Also wie gesagt, ich war long und hatte eine dumme Idee. Das war eigentlich Premium für einen schnellen, sauberen Skype von irgendwie 100 Punkten und habe es halt selber tatsächlich verpennt. Aber absoluter Klassiker. Paritätsumkehr an der Stelle, dann halt hier auch noch ein Pivot, sogar der passte dazu, dann halt hier keine kaputte Struktur, die übrigens immer noch intakt ist. Erst wenn jetzt die M15 hier drüber schließt, über der 535, man sieht es ja, die ganzen M15-Kerzen, ich habe es jetzt gar nicht großartig vorher kontrolliert, die haben alle nichts drüber geschlossen. Immer nur genau bis dran und pop wieder runter, plopp runter, ne? Runter, 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 runter. Und das ist jetzt die erste, die es machen könnte, wobei es auch immer noch nicht gemacht hat. Und erst wenn das passiert ist, und dann können wir halt auch ein bisschen mehr Bewegung nach oben kriegen. Aber ansonsten, solange er sowas versucht, funktioniert das nicht. Und dieser Ansatz, ne, um das halt nochmal zu erklären, ist genau das gleiche wie das, was ich hier im DAO machen will. Ne? Einfach, wir haben eine intakte Struktur im Stundenchart, völlig intakt. Ne? Dadurch, wenn man sieht, Außenstab, Außenstab, Außenstab und keine Hochs verletzt, ist völlig intakt. Und da muss jetzt mal einer herkommen, der irgendwie mal so ein bisschen drüber guckt und der wird es auf den Deckel kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen wäre das halt auch hier, deswegen will ich die auch nicht nochmal verpassen. Also hier ist der letzte Außenstab, 574. Wenn er da versucht drüber zu laufen, innerhalb der Struktur, kommt er wieder zurück. Da bin ich mir sicher. Gut, okay, also war da ein bisschen theoretisch, aber guckt euch das an, ist ein Handelsansatz, der funktioniert. No? Okay, also ich gucke hier nochmal über die Fragen drüber. Wieso funktioniert bei FXWeb der VWAP nicht, obwohl die Daten vorhanden sind, weil der VWAP nicht richtig ist? Das ist der Grund, warum der da nicht funktioniert. Die Berechnung ist eher eine Versuchsberechnung, aber es ist nicht der eigentliche VWAP. Und das wird man auch sehen, wenn man halt das mit dem VPOC-Modul vom Orkan vergleicht, bei auch anderen Brokern. Das stimmt nicht ganz überein. Und deswegen ist es aktuell nicht aktiviert und wird wahrscheinlich auch ganz rausfliegen. So. Es gibt genügend Indikatoren, die man an den Stop anklinken kann. Ja, man kann es ja auch mit dem Stereo-Trader auch machen. Ne? Man kann ja halt das ATR-Base nehmen und das entsprechend einstellen. Da gibt es auch auf der Stereo-Trader-Seite, guck mal, das Röllchen hier funktioniert, ja, ne? Da unten ist ja nochmal eingeblendet, wo die Stereo-Trader-Seite bei Facebook zu finden ist. Da gibt es auch einen ausführlichen Artikel drüber, wie das Ganze gemacht wird, beziehungsweise der ist halt dort verlinkt, wo man halt so also automatisch die Stop-Setzung an die Wohle anpassen kann und gleichzeitig auch noch die Positionsgröße prozentual passend berechnen. Es geht vollautomatisch mit dem Stereo Trader. Okay. So, was denn für eine rote Linie? Ja, das ist nur der SMA 200. Aber wie gesagt, ich beobachte den immer nur. Für mich hat er nicht wirklich Bedeutung. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander. Aber auch dazu habe ich mich mal ein bisschen länger und größer ausgelassen. War gestern im DAO war wieder ein schönes Beispiel auch, wo man auch hätte denken können, oh, das war der EMA 200 im M5. Dabei war es aber die 632 als Paritätsumkehr und der EMA lag dann halt eben auch da. Aber gut. Okay, der Gerhard hat sich nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung, was der da falsch verstanden hat. Okay. So, ich gucke hier nur gerade die Fragen durch, deswegen sehe ich aus, als mach doch mal Außenstab, Erklärwebinar. Oh, hatten wir schon ganz viele. Es geht zu Außenstäben, das wird immer so oft gefragt. Ich finde das immer so eigentlich das Allerwichtigste. So, ich achte da ja fast nur drauf. Weil es halt einfach nachweislich ja halt auch zum Beispiel im Trading was bringt. Und wenn es im Trading was bringt, und dann heißt das ja halt, es ist eine funktionierende Struktur,
die wahrscheinlich von genau jenen Robotern ja auch gehandelt wird. Ne? Und man sieht es ja hier halt auch wieder, im DAO ja auch, genau wie im DAX. Das sind, also wo man jetzt hier die Außenstäbe nicht genau sieht, aber das sind Außenstäbe. Und das läuft so lange, bis halt irgendwo angeknackst wird und dann wird es ungemütlich. Ne? Aber so kriegt man halt einfach auch den besten Exit. Macht es tatsächlich auch zu selten, so trailen, aber funktioniert schon. Okay. Das Short Limit bleibt bestehen, genau, ne, bei 7,44. Aber wie gesagt, nicht mit 10 Punkten Stopp, ne? Und auch mit klaren Grenzen oberhalb. Gut. So. Also, ein sehr theoretisches Live-Trading-Webinar, aber so ist es halt, ne? Dafür habe ich ja die Woche halt bei YouTube mal eine Runde eingelegt im Live-Trading. Und kann man sich ja auch mal angucken, wo YouTube zu finden ist. Da unten steht's. Da unten läuft weg. Kommt gleich wieder. Kann man einfach mal abonnieren, werde ich in Zukunft auch sicherlich öfters machen. Dort mal ein bisschen Live-Trading. Und gerade in so einem Markt, wo das ja halt auch ganz gut funktioniert. Alright, also, hat es mir Spaß gemacht, auch wenn nicht viel passiert ist. Ich habe es aber ehrlich gesagt so ein bisschen befürchtet. Aber gut, man kann es nicht erzwingen. Wie gesagt, YouTube-Channel einfach mal abonnieren und dann halt gucken. Ich bin ja da öfters irgendwie im Live-Trading, im Livestream dann halt eben auch. Und wir sind ja hier auch alle 2 Wochen on air sozusagen bei FX Flat. Dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön, dass ihr trotzdem alle so zahlreich da wart und auch geblieben seid vor allen Dingen. Und vielleicht konnte der eine oder andere für sich irgendwie mal eine neue Erkenntnis mitnehmen oder wie auch immer, das so ein bisschen abstimmen halt auch mit seinen Ideen, die er auf dem Schirm hat und wo ich ja vorhin gezeigt habe, vielleicht gerade mit Fibo-Korrekturen ist das immer so ein Ding, wenn man die mit einbezieht und also reine Fibos würde ich halt nicht handeln, wenn ich aber halt sowas finde, wie eben gerade, dass zum Beispiel halt so eine 61,8er sich dann halt deckt mit genau so einer Umkehr, dann ist das natürlich irgendwie, sind das gleich mal 3 Gründe mehr. Und wo man dann nachher sieht, so, hey, guck, siehst du hier, hat die Fibo so und so. Ja, aber warum ist der da hingelaufen? Das verrät dann die Fibo halt leider nicht. Das ist auch immer so ein bisschen Rätselraten. Welche von den 4 Kandidaten ist es, die jetzt das Rennen macht? Und so ist es ein bisschen weniger Raten. Da kann man sich halt den Besten dann halt damit genauer irgendwo ausloten. Gut, also, Dankeschön nochmal. Auch an den Flo, dass er hier so geduldig daneben sitzt die ganze Zeit Gerne, gerne. und still ist. Und was du aber nicht musst, du darfst natürlich auch die ganze Zeit reden. Ja, Und wenn du so vertieft bist, dann will ich dich eigentlich nicht stören. ach Quatsch, alles gut. Und also, wie gesagt, danke natürlich an die ganzen Teilnehmer, auch an dich, Flo, und an FX Flat. Und wir sehen uns, weiß ich nicht, ich glaube, übernächsten Dienstag auf jeden Fall hier bei FX Flat nochmal zum Live-Trading. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt euch auf, macht besseres Wetter. Das geht nämlich gar nicht, wenn das so aussieht wie jetzt. Da wäre ich auch für, Dirk. Da wäre ich auch Ja, für. ne? Das ist einfach nur, das ist nicht schön. Mag ich nicht. Okay, also bis dahin. Der Flo hat aber gerne das letzte Wort. Danke dir. Okay. Auch im Namen von mir, ja, und FX Flat. Danke an alle Teilnehmer. Heute ziemlich viele gewesen für NFP. Von daher, wie der Nelson sagen würde, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und dann verabschiede ich Sie. Mit lieben Gruß ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.